Tour de Mont Blanc bin ich 8000 Höhenmeter Fahrrad gefahren, also 8000 Höhenmeter aufwärts. Das ist, als wenn man den Everest hochfährt, und das Ganze in 20 Stunden. 20 Stunden Fahrrad fahren, 330 Kilometer. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, es ist unmöglich. Aber es ist halt nicht unmöglich. Und das Gefühl vor dem Start, wenn man dieses Kribbeln im Bauch hat und weiß, man macht jetzt was komplett Unvernünftiges, völlig Bescheuertes, dieses Geführte an die Grenzen führen, ist genau das, was aus meiner Sicht jeder in seinem Leben braucht. Der Prozess, auf den man sich dann begibt, um dieses Ziel zu erreichen, der belohnt dermaßen, weil aus am Anfang unmöglich scheinenden Dingen langsam mögliche Sachen werden. Und wenn man dann tatsächlich dieses Ziel erreicht und nach 17, 18, 20 Stunden so ein Ding finisht, dann ist es ein Gefühl von einer derartigen Stärke und einer derartigen Macht in seinem Leben, dass man das Gefühl bekommt, dass man alles schaffen kann, was man möchte. Ja, mein Name ist Ulrich-Georg Strauch, ich komme aus Berlin, ich habe eine Familie, bin zweifacher Familienvater, bin glücklich verheiratet und zum Sport bin ich relativ früh gekommen. Mein großer Bruder hat Fußball gespielt im Verein und ich bin schon als vierjähriger People mitgerannt und wollte immer die Bälle geholt und habe mit den großen Jungs gespielt. Ich war auch immer derjenige, der mit Fahrrad oder zu Fuß zur Schule gerannt ist. Und meine Schule, muss man dazu sagen, war 4 Kilometer von uns zu Hause entfernt. Bin faktisch jeden Tag als 7-8-Jähriger 4 Kilometer zur Schule gerannt und wieder zurück. Und bin dann zum Kampfsport gekommen. Es war erst das Judo und dann war es das Karate. Hab dann viele Jahre Karate gemacht und hab dann mitbekommen, dass man im Karate, im Kampf relativ Probleme bekommt, wenn man halt muskulär nicht fit ist. Ja, und dann hat es mich halt zum Fitnesssport gezogen und da ich jemand bin, der immer in dem jeweiligen Sport die größtmögliche Herausforderung sucht, hat es mich dann praktisch vom Fitness zum Bodybuilding gezogen und das war auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit einer Komplexität des Sports zu beschäftigen. Das Bodybuilding hat in seiner Komplexität dazu geführt, dass ich eigentlich am Bodybuilding hängen geblieben bin, ja, und dass ich praktisch 10 Jahre dann auf Bodybuilding-Bühnen stand und bei mir war es dann so, dass nach den 10 Jahren ich eine persönliche Veränderung durchgemacht habe, was vor allen Dingen daraus ausgelöst wurde, dass ich halt Vater wurde. Bin dann Vater geworden und dieser Hormonschub des Vaterwerdens hat in mir einen Schalter umgeklickt, der plötzlich von diesem Indoor-Dasein weg wollte. Mich hat es massiv in die Natur rausgezogen. Diese Ausdauerbelastungen haben mir unheimlich viel gegeben, eine Seite, die ich vorher nicht hatte, die ich im Indoor-Sport, im Bodybuilding nicht hatte. Einfach dieses draußen den Kopf frei bekommen, kreativ werden, sich selber spüren, vor allen Dingen über lange Zeiträume mit sich alleine sein. Und vor allen Dingen in den Bergen lerne ich halt immer wieder die große Demut, was ich für ein kleiner Schiss in der Welt bin und wie unwichtig ich bin. Und wenn ich irgendwie wichtig sein werde, dann muss ich mir diesen Wert selbst geben. Wenn ich nach 10 Stunden draußen renne oder Fahrrad fahre, bin klitschnass, mir ist kalt, ich habe Hunger, mir ist schlecht, dann bin ich tatsächlich wahrhaftig, dann bin ich ehrlich mir selbst gegenüber. Mir ist völlig egal, wie ich aussehe, mir ist völlig egal, was andere über mich gerade denken, ich fluche. Ich bin halt ehrlich und integer mir selbst gegenüber. Und das ist eine Eigenschaft, die die Natur gnadenlos zeigt, weil der Natur ist völlig wurscht, ob ich da jetzt da bin oder nicht, der ist halt egal. Das alles lehrt mich die Realität und deswegen bin ich der Natur so verbunden. Kommt natürlich immer wieder die Frage, warum machst du solche Wettkämpfe unter solchen Bedingungen? Was führt dich dahin? Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich suche mir am Anfang Wettkämpfe aus, wo ich denke, es ist wirklich, wirklich schwer, die zu schaffen,
und wo tatsächlich eine sehr, sehr große Option gibt, die halt nicht zu schaffen. Eine laute Stimme in mir, die ist immer irgendwie da, die sagt, Uli, du kannst alles schaffen, aber es gibt auch eine rationale Seite, die sagt, okay, also wenn du bei 8 Grad 4 Kilometer in der See schwimmst, bei Welle und Salzgehalt, dann ist das eine Sache, die ist echt ungünstig dafür, danach noch 17 Stunden weiterzumachen. Das ist ja auch ein Thema oft in meinen Vorträgen, es widerspricht ja jeglicher Physiologie. Unser Gehirn strebt ja in jeglicher Instanz nach Sicherheit, nach Energiesparmodus. Dafür wurden wir evolutionsbiologisch eigentlich mal gebaut. Und genau sich gegensätzlich dazu zu entscheiden, ich gehe halt den Weg der Unsicherheit und ich gehe halt den Weg des maximalen Energieverlustes, um diese Erfahrung zu machen und dagegen anzukämpfen und dem zu bestehen. Eine Stimme in mir, die mir intuitiv und ganz selbstsicher sagt, Uli, grundsätzlich kannst du das alles, wenn du das nur möchtest. Ich denke, wenn einer auf der Welt schon mal irgendwas geschafft hat, dann bin ich auch in der Lage, das zu schaffen, wenn ich es so doll genug möchte.